So. Ich bitte euch jetzt erneut um eure Aufmerksamkeit. Denn ihr seid natürlich heute gekommen, um eurer Wut und auch eurer Trauer Ausdruck zu verleihen über die vielen Opfer der importierten Gewalt. Aber das ist nicht genug. Denn wir müssen auch die Verantwortlichen nennen, und zwar alle. Und wir müssen Forderungen stellen, die man nicht mehr ignorieren kann. Und das wollen wir jetzt tun. Zuerst erinnern wir an die Opfer des Multikulti-Experiments. Ich bitte euch zunächst um eure Aufmerksamkeit für die, die den Wahnsinn mit ihrem Leben oder mit ihrer Gesundheit bezahlt haben. Mein Name ist Christina. Und ich erinnere an die 73-jährige Rentnerin aus Nürnberg, die im vergangenen Dezember von einem Afrikaner völlig grundlos attackiert wurde. Er stieß sie zu Boden und trat mehrfach mit großer Wucht gegen den Kopf der alten Frau. Die Rentnerin kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Ich habe geweint, als ich das Video sah. Vor Schmerz, aber auch vor Wut. Niemals zuvor hätte ich mir eine solche Gewalt gegen eine alte Frau in Deutschland vorstellen können. Und deshalb stehe ich heute hier. Widerstand! 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 Mein Name ist Rebecca. Ich erinnere an das vierjährige Mädchen, das im Sommer 2017 in Berlin von einem angeblich 13-jährigen Afghanen sexuell missbraucht wurde, der in der Gastfamilie des Mädchens lebte. Obwohl der Täter nach dem LKA-Bericht einen leichten Oberlippenbart hatte, verweigerte die Staatsanwältin einen medizinischen Alterstest. Der Täter lebt inzwischen vermutlich in Schweden unter einem anderen Namen und einem neu erfundenen Geburtsdatum. Mein Name ist Carola. Ich erinnere an das 14-jährige Mädchen, das im Februar 2016 in Hamburg von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt wurde. Und diese jungen Männer waren auch noch so dreist und haben das gefilmt. Danach legten sie das Mädchen rücksichtslos im Hinterhof ab. Es überlegte bei Eiseskälte nur knapp. Nur einer der Täter wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Die anderen vier Täter feierten ihre Bewährungsstrafen. Doch Proteste der Bevölkerung führten dazu, dass eine Neuverhandlung wieder aufgenommen wurde. Widerstand! 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 Mein Name ist Simone. Ich erinnere an die vier Schwerverletzten, die im Sommer 2016 von einem als minderjährig und unbegleitet registrierten islamischen Attentäter in Würzburg mit einer Axt angegriffen wurden. Durch den Einsatz des SEK wurde der Angriff beendet, indem der Allahu Akbar schreiende Attentäter erschossen wurde. Die Polizei wurde hinterher noch von Renate Künast dafür angegriffen, den Gewalttäter nicht nur angriffsunfähig geschossen zu haben. Mein Name ist Daniela. Ich erinnere an die 82-jährige Rentnerin aus Hamburg, die im Sommer 2017 von einem AIDS-kranken Mazedonier in ihrer Wohnung überfallen wurde. Er vergewaltigte die alte Dame eine ganze Stunde lang auf brutalste Art und Weise.
Mir lief es eiskalt den Rücken herunter, als ich von dieser unvorstellbaren Tat gehört habe. Mein Name ist Corinna. Ich erinnere an den 25 Jahre alten Daniel aus Kirchweihe, der 2013 von einer Horde betrunkener junger Türken zu Tode geprügelt wurde. Zuerst wurde er von 5 von ihnen in der Straßenbahn angepöbelt und an der nächsten Haltestelle wartete die herbeitelefonierte Verstärkung, die ihn so schwer durch Tritte gegen den Kopf verletzte, dass er wenige Tage darauf im Krankenhaus verstarb. An Daniel durfte damals nicht erinnert werden. Deshalb machen wir es heute. Der Bürgermeister von Kirchweihe hat aus Sorge vor der Wut der Deutschen sofort einen runden Tisch gegen rechts gebildet. Mein Name ist Franka. Ich erinnere an die 12 Toten, das Todesopfer des Attentats am Berliner Breitscheidplatz. Im Dezember 2016 fuhr ein islamischer Attentäter, der die deutschen Behörden zuvor illegal mit 14 Identitäten zum Narren hielt, über den Weihnachtsmarkt und tötete und verletzte insgesamt fast 70 Menschen. Für unsere Regierung blieben die Opfer lange namenlos. Heute kann man ihre Namen auf den Stufen zur Gedächtniskirche lesen. Das war alles, was man den Opfern nach öffentlichem Druck zugestanden hat. Mein Name ist Doris. Ich erinnere an die 19-jährige Maria, die im Januar 2015 in einem Waldstück in Berlin hochschwanger verbrannt wurde, nachdem der 20-jährige Täter, ein Türke und Vater des Ungeborenen, zuerst mit einem Brotmesser zweimal in ihren Bauch gestochen hatte. Zusammen mit einem Komplizen hat er das schwer verletzte Mädchen dann lebendig mit Benzin übergossen und angezündet. Mein Name ist Linda. Ich erinnere an die im Oktober 2016 in Freiburg vergewaltigte und ermordete Maria. Der Täter war ein bereits mehrfach vorher straffällig gewordener illegaler Afghane, der 2015 als minderjähriger Asylbewerber nach Deutschland eingereist war. In Wirklichkeit war er wesentlich älter, über 30. Bei der Vernehmung zu einem Raubüberfall, den er bereits in Griechenland verübt hatte und wo er auch versucht hat, eine Frau zu ermorden, sagte er den Satz: Was soll das denn alles? Es war doch nur eine Frau. Mein Name ist Miriam. Ich bin die Stimme aus Kandel. Ich stand am 2.1. alleine mit diesem Schild in Kandel vom Verbandsgemeindehaus. Und ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, meine Meinung zu sagen. Es war auch kalt am 2.1. Es war regnerisch, aber ich konnte dieses Unrecht einfach nicht weiter verschweigen lassen. Ich stand dort und was tat der Herr Post, der Herr Bürgermeister? Er schickte mir 3 Polizisten am Hals.
hat mich eingeschüchtert. Und dieses Bild ging durch die ganze Welt. Aber eins habe ich dem Bürgermeisterchen damals versprochen. Ich komme wieder. Und liebe Freunde, heute stehe ich wieder in Kante. Und ich stehe diesmal nicht alleine. Ich habe tausende mutige, patriotische Freunde bei uns, bei mir. Und ich danke euch von ganzem Herzen. Weil auch ich heute wieder mir an mir erinnern möchte. Mir wurde am 27. Dezember im letzten Jahr von ihrem Ex-Freund, einem abgelehnten Asylbewerber, öffentlich am helligsten Tag in einem Einkaufsmarkt bestialisch abgestochen, hingerichtet. Sie war Opfer eines Ehrenmordes. Abschieben! 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 Liebe Freunde, was lange gärt, wird endlich Wut. Ja, das ist gut so. Wir müssen endlich zeigen, dass wir da sind und Gesicht zeigen. Wir sind das Volk. 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 Liebe Freunde, ich bitte euch, mit mir, für mir und für die anderen Opfer eine Schweigeminute zu halten. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ja, vielen Dank. Verantwortlich für diese Verbrechen sind sehr viele. Sie sind in den Systemparteien zu finden, die das Neuansiedlungsprogramm der EU umsetzen und damit unserem Land unermesslichen Schaden zufügen und über so viele Familien unendlich viel Leid bringen. Wir klagen deshalb diese verantwortungslosen Politiker an. Ich klage an. Ich klage an. Angela Merkel wegen Verletzung ihres Amtseides zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln. Merkel muss weg.
niedrige Grenzöffnung im September 2015 hat den Zustrom von Hunderttausenden illegalen Migranten nach Deutschland ermöglicht. Islamische Terrororganisationen schleusen nach eigenen Angaben seitdem Terroristen unter die sogenannten Flüchtlinge. Wir wissen nicht mehr, wer unter uns lebt. Ich klage an Heiko Maas, der zusammen mit der ehemaligen Stasi-Mitarbeiterin Annetta Kahane für das Diffamieren von berechtigten Sorgen und politischen Forderungen als Hass und Hetze und für die Einschränkung unserer Meinungsfreiheit durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verantwortlich ist. Ich klage an Ursula von der Leyen für die Zerstörung der Wehrkraft unserer Soldaten zu Land, zu Wasser und zu Luft. Statt die Wehrpflicht wieder einzuführen für funktionelles Wehrgerät, also Panzer, Flugzeug und so weiter, und winterfeste Kleidung der Soldaten zu sorgen, schaffte sie zu den Abenduniformen der Soldatinnen passende Handtäschchen an. Und dazu säuberte sie die Kasernen vom Andenken an unsere Großväter. Sogar das Bild von Helmut Schmidt, unserem Altbundeskanzler, hat sie entfernt. Ich klage an Wolfgang Schäuble, amtierender Bundestagspräsident, wegen seiner Forderung der Neuansiedlung von Ausländern in Deutschland. 2016 äußerte er, dass Muslime zu Offenheit und Vielfalt in Deutschland beitragen würden und uns, Zitat, eine Abschottung in Inzucht degenerieren ließe. Ich klage an Katrin Göring-Eckardt für die Einwanderung in Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist, weil die Einwanderer endlich Kultur in unser Land bringen. Jawohl! Und die jeden für einen Deutschen hält, der lediglich in Deutschland geboren wurde. Ich klage an Thomas de Maizière, der im Herbst 2015 als Bundesinnenminister nach der Absage eines Fußball-Länderspiels wegen Terrorgefahr der deutschen Öffentlichkeit nicht die Wahrheit sagen wollte. Er begründete sein Schweigen über die wirklichen Gefahren mit dem Satz: Teile dieser Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Ich klage an Roger Lebens, der als rheinland-pfälzischer Innenminister und oberster Dienstherr der Sicherheitsbehörden dafür verantwortlich ist, dass jedes Jahr mehrere hundert abgelehnte Asylbewerber in Rheinland-Pfalz durch Untertauchen ihrer Abschiebung entgehen. Ich klage an die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel dafür, dass sie durch ständige Einzelfallentscheidungen geltendes Recht beugt, selbst abgelehnten und ausgewiesenen Asylbetrügern verschafft sie einen Aufenthaltstitel durch Einzelfallentscheidungen und täuscht dadurch die Bürger. Widerstand! 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 Ich klage an den Landrat des Landkreises Germersheim, Fritz Brechtel, dafür, dass er die simpelsten Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Prävention nicht rechtzeitig umgesetzt hat. Er hat es versäumt.
Es musste erst ein schreckliches Verbrechen passieren. Und tausende Menschen mussten dagegen auf die Straße gehen. Inzwischen steht fest, dass der Täter von Kandel, wie so viele andere auch, über sein wahres Alter gelogen hat. Jetzt endlich kommt Herr Brechtel auf die Idee, auch das Alter der anderen Asylbewerber zu überprüfen, die als minderjährig gemeldet wurden. Ich klage an den Bürgermeister Thieleberger und den Bürgermeister Poss in Kandel. Sie, Herr Bürgermeister, haben die hoheitliche Pflicht, für die innere Sicherheit und Ordnung Ihrer Stadt zu sorgen. Sie haben die Pflicht, für den Schutz unserer Kinder und Frauen einzustehen. Und Sie haben die Pflicht, sich an Gesetz und an Recht zu halten. Aber Sie haben versagt. Sie handeln verantwortungslos. Nein, Sie handeln grob fahrlässig. Sie lassen es zu, dass Männer, die hier illegal eingewandert sind, ohne Pass, ohne Prüfung, ohne Kontrolle, ohne Altersbestimmung, sich hier frei bewegen dürfen und als erwachsene Männer in unsere Schulen zu unseren Kindern kommen. Noch schlimmer, Herr Bürgermeister, Sie unterstützen dieses illegale Unterfangen, indem Sie eine Kontaktbörse Max und Moritz ins Leben gerufen haben, wo deutsche minderjährige Mädchen erwachsenen, bärtigen Männern aus Afrika und Arabien zugeführt werden. Herr Bürgermeister, Sie sind in allen Punkten schuldig. Deswegen ist jetzt die Zeit für Forderungen. Wir fordern Dinge, die vor ein paar Jahren völlig normal waren. Wir fordern Schutz und Sicherheit im öffentlichen Raum. Wir fordern Maßnahmen, die dazu führen, dass unsere Frauen und Mädchen, unsere Kinder und Enkel wieder geschützt werden und auch in Zukunft als Deutsche in ihrem Land frei und sicher leben können. Liebe Freunde, liebe Patrioten, das ist das Manifest von Kandel. Die erste Forderung. Wir fordern die unverzügliche und wirksame Sicherung der deutschen Staatsgrenze und den sofortigen Stopp jeglicher Zuwanderung nach Deutschland. Schluss mit dem wahnsinnigen Multikulti-Experiment. Wir fordern die schnellstmögliche Beendigung des Aufenthalts illegaler Migranten und deren Rückführung in ihre Heimatländer oder in Heimat- und kulturverwandte Schutzzonen. Das Asylgrundrecht stellt kein Recht auf Einreise dar. Abschiebung jetzt! Wir fordern die sofortige Ausweisung von Ausländern bei strafbaren Handlungen nach unseren deutschen Gesetzen, selbst bei geringfügigen Delikten. Wir fordern null Toleranz. Wir fordern die sofortige Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft.
Erst eine vollständige Assimilation an Deutschland rechtfertigt eine Einbürgerung. Wir fordern für die deutsche Staatsbürgerschaft grundsätzlich das Abstammungsprinzip, wie es bis ins Jahr 2000 existierte. Der deutsche Pass ist keine Ramschware. Wir fordern die Bewahrung der kulturellen Identität des deutschen Volkes, die Landnahme durch den Bau von Moscheen, eine islamische Rechtsprechung und die Vollverschleierung sind zu verbieten. Islamische Religionsausübung wird nur toleriert, soweit sie sich säkularistisch jeder Politik enthält. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir fordern die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die bestmögliche Ausrüstung der Bundeswehr, um unsere Verteidigungsfähigkeit als souveräner Staat wiederherzustellen. Die Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der Völker sind strikt zu achten. Deutschland zuerst! Bravo! Wir fordern die Rücknahme des... Wir fordern die Rücknahme des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Schluss mit der willkürlichen Zensur durch Gesinnungsbehörden. Das NetzDG ist mit dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht vereinbar. Auch Schulen, Kindergärten, Kirchen und Betriebe müssen politisch neutrale Orte sein. Ohne freie Rede kein freies Volk. Merkel muss weg. Wir fordern eine breite Information über die unüberwindlichen kulturellen Unterschiede zwischen Europäern und nicht-westlichen Migranten zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen. Die Ausgrenzung von Eltern, die sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgen, ist demokratiefeindlich und intolerant. Kulturelle Unterschiede nicht verschweigen. Ja. Wir fordern eine neutrale, unabhängige und unentgeltliche Berichterstattung durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Die Manipulation durch die vierte Gewalt, die Medien, muss beendet werden. Schluss mit Propaganda. Ja. Wir fordern die Übernahme von persönlicher Verantwortung durch Politiker aller Ebenen gemäß ihrem Amtseid. Sie haben ihre Pflicht nachzukommen, Sicherheit und Schutz für die Bürger zu gewährleisten und die dafür notwendigen rechtsstaatlichen Maßnahmen zu ergreifen. Verletzen Sie diese Pflicht, ist das ein Verstoß gegen Ihren Eid. Sie müssen zurücktreten und Schadensersatz leisten. Weg mit den verantwortungslosen Politikern aller Parteien. Herr Bürgermeister Thieleberger und Herr Bürgermeister Poss, machen Sie einmal etwas richtig in Ihrem Leben und reden Sie zurück. Das ist das Manifest.
Diese 10 Punkte sollen als Manifest von Kandel im ganzen Land bekannt werden. Deshalb nehmt es mit, holt euch ein Exemplar bei uns hier vorne ab und oder ladet es von unserer Internetseite kandelistüberall.de. Bitte verteilt es in ganz Deutschland. Schickt es an eure Bürgermeister, an eure Landräte, an die Stadträte, an die Landespolitiker und an die Bundestagsabgeordneten, die euch vertreten. Fordert von ihnen Antworten, warum sie sich für diese Punkte in der Vergangenheit nicht eingesetzt haben und fordert sie auf, es jetzt zu tun. Wir sind das Volk und wir sind die deutschen Bürger. Das ist unser Land. Holen wir es uns endlich zurück. Wir sind das Volk. 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 Und jetzt danke ich euch noch, dass ihr hier wart. Wir informieren euch über Facebook und Internet über weitere Termine. Kandelistüberall.de, facebook.de/kandelistüberall. Bleibt standhaft, bleibt mutig und kommt mal wieder nach Kandel.